Shalom, Shalom. Ja, ihr Lieben, die letzten zwei Botschaften waren über, wie Gott uns haben möchte, demütige Menschen, das heißt abhängig von ihm, in einem Liebesverhältnis. Und dann die Erscheinungsformen des Stolzes. Und heute möchte ich darüber sprechen, was ist der Weg heraus aus dem Stolz? Also wir wissen, in Jakobus 4,6 heißt es, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und noch einmal, Demütige sind nicht Menschen, die sich klein machen, die sich dauernd herabsetzen, sondern das sind Menschen, die Gott groß machen wollen und nicht sich selbst. Also wenn man stolz ist, hat man Gott als Gegner. Es ist keine Frage, wer da der Sieger sein wird. Ich sag's euch, wenn man sich mit Gott anlegt, kannst du sicher sein, wer der Sieger ist. Und ich möchte jetzt einige Wege erklären, wie wir unser Stolzsein ablegen können. Erstens, an deinen Früchten wirst du erkennen, ob du stolz bist. Darum solltest du häufig intensive Gemeinschaft mit Gott haben und den Heiligen Geist bitten, dass er dir dein Herz offenbart, wie David gesagt hat. Im Psalm 51,12. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Weil Stolz blind macht, müssen wir bitten, Heiliger Geist, halte mir einen Spiegel vor, damit ich erkenne, ob ich stolz bin. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir dann ehrlich mit uns selbst sind. Ehrlichkeit ist eine Voraussetzung. Und folgende Verse kannst du immer wieder beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Im Psalm 139, 23 und 24. Das sind Gebete, die du jeden Tag beten kannst. Sei bereit für das, was Gott dir zeigen möchte. Dann zweitens, vergib denen, die dich verletzt haben. Und es ist ganz wichtig. Wisst ihr, besonders wenn wir verletzt werden, haben wir meistens den Eindruck, ich habe das Recht, zornig zu sein, ich habe das Recht, mich zu rächen, mich zu entziehen. Ja. Aber anderen nicht zu vergeben, bewirkt, dass wir stolz werden bzw. stolz bleiben. Lass die, die dich verletzt haben, los und vergib ihnen. Gib dem Herrn die ganzen Verletzungen, indem du betest, Herr, vergeben habe ich. Das war mein Anteil. Ich habe die Menschen freigegeben, ich segne sie, aber bitte heile du jetzt meine Verletzungen und meine Verwundungen. Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass Vergebung ein Prozess ist. Mit einem Pauschalgebet ist das nicht immer erledigt. Ich bin der Meinung, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Dann bereue das, was du falsch gemacht hast und verändere dein Handeln. Das heißt nicht, dass du jetzt dich selbst quälst oder sogar selber peinigst, sondern einfach sagen, Herr, ich habe erkannt, das war der falsche Weg, ich kehre um, ich nehme den neuen Weg. Wer glaubt, nach einer kurzen Buße von Stolz befreit zu sein, betrügt sich selbst. Es gibt eine Geschichte von einem Missionar, den ich euch schon erzählt habe, von Indien, der behauptet hat, Jesus ist für ihn nicht gestorben, weil er kein Sünder ist. Ja? Aber er war sehr stolz auf sein Verhalten. Viertens, lerne demütig zu sein. Wenn wir einmal erkennen, wer wir ohne Jesus sind und eine neue Beziehung zu Jesus beginnen, dann sind wir die demütigsten Menschen. Dann wissen wir, ich kann nichts, ich habe nichts, ich bin nichts, außer Jesus gibt es mir, tut es durch mich und ist es in mir. Und wisst ihr, hier geht es um Früchte, die im Reich Gottes zählen. Wir können viele Aktivitäten setzen, aber es sind tote Werke. Aber wenn wir wissen, dass wir sind, wer wir in Jesus sind, das ist Demut. Wenn wir demütig sind, dann stimmen wir mit dem Wort Gottes überein. Wenn ich von ganzem Herzen verkündigen und glauben kann, dass das Wort Gottes über mich sagt, du bist einmalig gemacht und schön in Gottes Augen, dann bin ich demütig.
Ich kann auch dann demütig, ich bin auch dann demütig, wenn ich verkündigen und glauben kann, dass Gott sagt, dass ich ohne ihn nichts tun kann. Demut heißt, sich dem Worte Gottes unterzuordnen und das zu glauben, was Gott sagt. Gottes Wort sagt über dich und mich, wir sind Königskinder. Wir sind gesalbt, wir sind Propheten, wir sind von Gott geliebt. Wenn wir glauben, was Gott über uns sagt, dann sind wir demütig. Menschen empfinden das allerdings häufig als Stolz. Als ich meinen Eltern das erste Mal sagte, ich weiß jetzt, dass ich in den Himmel komme, glaubten sie, ich habe den Verstand verloren. Wie kannst du so etwas behaupten? Du bist doch genauso ein Sünder wie wir, lautete ihre Reaktion. Darauf antwortete ich, ja, aber mir ist vergeben worden. Jesus ist für meine Schuld gestorben, damit ich für ewig leben kann. Vor Menschen wirkt eine solche Aussage Stolz. Echte Demut wirkt vor den Menschen Stolz. Dagegen ist das, was bei den Menschen in der Welt so demütig wirkt, Stolz. Wenn dir dein Stolz, dein Selbstmitleid, die Kritiksucht und Aggressionen nicht zur echten Last werden und sie dir nicht in der Tiefe deines Herzens wehtun, wirst du nicht frei und demütig. Bitte Gott immer wieder um ein demütiges Herz, einen völligen Zerbruch des alten Verhaltens. Ein Weizenkorn bringt nur Frucht, wenn es zuvor stirbt. Echte Demut können wir nur dann leben, wenn wir uns ganz an Jesus und an sein Wort halten, ihm glauben und ihm vertrauen. Echte Demut ist eine Herzenshaltung. Wir müssen permanent von Jesus lernen, um in einem siegreichen, erfüllten Leben zu leben und einen fruchtbaren Dienst tun zu können. Ja, dann nimm die Demütigungen Gottes an. Du wirst sehen, dass er dich erhöht. Wer sich selbst erhöhen will, ist noch nicht reif für diese Position, die er anstrebt. Demut zu lernen ist ein langer Prozess. Lebe den bedingungslosen Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Wer demütig werden will, muss lernen, gehorsam zu sein. Wenn du dem Wort Gottes gehorsam bist, dann beziehst du das Wort auf dich selbst. Lass das Wort Gottes an dich heran. Lass es dich treffen. Und dann handle nach dem, was du gelernt und erkannt hast. Dann, ihr Lieben, entscheide dich zur Unterordnung. Wenn du die Autoritäten in deinem Leben noch als bedrohlich empfindest, dann hast du dich Jesus noch nicht von ganzem Herzen untergeordnet. Jesus hat sich dem Vater hundertprozentig untergeordnet. War der Vater für ihn eine Bedrohung? Nein. Wenn du im Herzen Jesu untergeordnet lebst, wirst du Autoritäten als deinen Schutz ansehen können. Wenn ich mit dem Auto fahre, die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalte und meinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere bei mir habe, dann kann ich von Polizeiautos umgeben sein. Das macht mir überhaupt nichts. Da fühle ich mich nicht nur beschützt. Da fühle ich mich nur beschützt. Nur wenn ich ungehorsam bin, empfinde ich Autorität als Bedrohung. Auch in der Gemeinde ist Unterordnung ein wichtiges Thema, um sie nicht länger stolz zu sein. Es ist wichtig, dass wir uns den Ältesten der Gemeinde unterordnen. Genauso wichtig ist es aber auch, dass wir in unseren Familien Unterordnung leben. Das ist zwar häufig besonders schwierig und kann ein sehr lang andauernder Prozess sein, aber es lohnt sich, hier viel Kraft zu investieren. Dabei ist es wichtig, die Eltern und auch die Geschwister so anzunehmen, wie sie sind und nicht von ihnen zu verlangen, dass sie perfekte Personen sind oder dass sie unsere Wünsche und eigenen Ansprüche erfüllen. Nimm sie aus Gottes Hand an. Wenn man stolz ist, ist man nur für sich. Fang an, dich für andere zu interessieren. Denn in Philipper 2,4 heißt es, denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Im 1. Korinther 13,5 werden wir daran erinnert, die Liebe ist nicht selbsttüchtig. Wer stolz ist, sieht letztlich nur sich selbst, auch wenn er noch so fromm ist, sich sozial engagiert und sich für andere einsetzt. Dann bete für andere. Für andere zu beten hilft dir, von dir selbst wegzuschauen.
Es hilft dir, zuerst Gott zu lieben, dann den Nächsten und zum Schluss dich selbst. Wenn du für andere betest, dann, dass es ihnen gut geht, wenn du andere segnest, wenn du dich an anderen freust, drehst du dich nicht mehr um dich selbst. Sich an anderen zu freuen, ist eine Gnade, die Gott mir gegeben hat. Ich habe erst mit 47 geheiratet, aber ich habe bis zu diesem Zeitpunkt jedes glückliche Ehepaar so genossen, als wäre es meine eigene Ehe. Ich konnte mich an ihnen so freuen. Auch wenn ich gute Beziehungen zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Geschwistern sehe, tut mir das unglaublich gut. Es freut mich einfach. Andere dagegen denken sofort, warum kann ich das nicht haben? Sie werden sauer und eifersüchtig, wenn sie das sehen. Ich kann dich nur dazu ermutigen, dich an dem zu freuen, wie Gott andere segnet. Wenn du dich freust, dass Gott andere segnet, kann er dich auch segnen. Es ist eine gute Maßnahme, um dem Stolz das Genick zu brechen. Aus eigener Kraft schaffst du das nicht, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes kannst du dich auch an den Segnungen anderer erfreuen. Ja, der Demütige liebt, segnet und bittet. Der Stolze liebt sich selbst, aber der Demütige liebt zuerst Gott. Ja, dann heißt es, trachte nicht nach hohen Dingen. In Matthäus 6,33, wie oft haben wir das jetzt schon zitiert, heißt es, wenn du für ihn lebst und das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen machst, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Demütige Menschen suchen zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und dann fällt ihnen alles andere zu, in geistlicher und weltlicher Hinsicht. Demütige Menschen trachten nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Davon lesen wir im Kolosser 3,2. Wer allerdings stolz ist, braucht selber ständig die Bestätigung der Welt. Er ist ehrgeizig und stiehlt Gott die Ehre. Und jetzt noch als letzten Punkt, nimm dich aus Gottes Hand an. Wenn du dich selbst mit deinen Begabungen, deiner Intelligenz, deiner Vergangenheit, deinem Stand ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet, deinem körperlichen Aussehen, deinem Beruf, deinem Status aus Gottes Hand annehmen kannst, wirst du nie unter göttlichen Fluch geraten. Das heißt, der Teufel hat kein Anrecht, dich zu peinigen. Die göttliche Therapie heißt, nimm dich so an, wie du gestaltet und begabt bist und danke Gott vom ganzen Herzen, dass er dich so geschaffen hat. Im Psalm 139 heißt es, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Sich anzunehmen ist ein Gehorsamschritt. Schau jeden Tag in den Spiegel und sag, Herr, eine Wucht, was du geschaffen hast, als du mich erschaffen hast. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Du musst einen guten Tag gehabt haben, als du mich geschaffen hast. Ja, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch noch ein Gebet, in ein Gebet führen. Kannst die Augen schließen, ich werde langsam beten oder kannst es nachbeten. Herr Jesus, ich habe erkannt, dass mein Verhalten oft auf Stolz gegründet ist. Es tut mir leid, dass ich so sehr damit beschäftigt bin, nur an mich zu denken. Bitte vergib mir das. Ich bringe dir jetzt alle stolzen Verhaltensweisen, die mich belasten, ganz besonders. Und dann zähl auf, was bei dir, was dir aufgefallen ist, was du an Stolz Anteil hast. Bitte hilf du mir zu einem Leben, in dem du alleine im Mittelpunkt stehst. Du sorgst ja für mich, du kümmerst dich um mich. Bei dir habe ich mein Zuhause. Danke dafür, Herr Jesus. Ich bitte dich darum, dass du mir dabei hilfst, aus dem Stolz herauszukommen. Erinnere mich immer wieder daran, wenn ich in alte Verhaltensweisen zurückfalle. Und lehre du mich, demütig zu sein. Ich weiß, dass du nur mein Bestes im Sinn hast.
Du bist der Gott, der mich aufrichtet. Der Herr, der mein Haupt erhebt. Ich will dir vertrauen und jeden Tag dich alleine ehren. So, und jetzt möchte ich euch noch eine Übung geben. Also, wir müssen loslassen. Was ist da heute dran? Vielleicht betest du für andere oder du besuchst jemanden und fragst nur danach, wie es ihm geht. Kümmere dich um andere Menschen und versuche, andere zu hören. Und wenn du noch jemanden vergeben musst, dann schreibe ihm einen Brief, auch wenn der Empfänger schon verstorben ist. Du wirst merken, wie gut dir die Vergebung tut. Und vergeben ist es um und auf, ihr Lieben. Solange wir nicht vergeben, sperren wir die Menschen in unser Herz ein, wie in einem Kerker und tragen sie immer mit uns herum. Und da kommen dann die großen Beschwerden. Ihr Lieben, bittet den Herrn, dass er euch wirklich zeigt, wo sind in meinem Leben Anrechte von Stolz. Ich möchte nicht, dass Gott sich mir entgegenstellen muss, weil ich stolz bin. Ich will demütig sein, sodass er mich segnen kann. Das ist gesunder Egoismus. Ich vertraue, dass du dir diese Botschaft nochmal anhörst und wirklich reinen Tisch machst mit Gott. Und auch mit den Menschen, die dich verletzt haben. Kannst du ohne weiteres zu ihnen gehen und sagen, bitte vergib mir, ich habe dir was nachgetragen. Und dann werden sie fragen, was denn? Und dann kannst du darüber sprechen. Ich bete, dass der Heilige Geist dir jetzt eine ganz tiefe Überführung gibt und dass dein Herz frei wird von allen Stolzanteilen. Denn der Herr stellt sich dem Stolzen entgegen. Aber der Teufel nimmt dich auf mit offenen Armen. Denn du bist in der besten Gemeinschaft mit ihm, wenn es um Stolz geht. Shalom, shalom.